Hier spricht Oster, es geht weiter mit Ralrocks Abenteuern in irgendeinem Grab. Wir sind hier mit dem Typen, genervt. Und wir machen weiter, mein junger Freund. Auch wenn du mich nervst und deine Tante tot ist, komm klar, es ist eine raue Welt. Es ist eine raue Welt, ich habe auch schon... Ob ich ihn Eis kitzeln kann? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier ist irgendwo ein Druck. Kannst du aufhören rumzuschreien? Kannst du aufhören rumzuschreien mit Vorsicht, hier ist irgendwo ein... Okay. Junge, ich will dich vielleicht nicht sofort in den ersten Minuten meines Daseins wieder verlieren. Wir sind gerade mit der Pause fertig geworden. Den haben wir erlegt, okay. Zack, jetzt mal hier ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich schüren. Und weg mit dir. Auch wenn ich kaum noch Kraft habe, oh, werde ich dich noch wegklatschen. Können wir kurz mal drüber reden, über unsere Arbeitsweise? Du bist verrückt, Alter, du bist crazy. Deine Tante ist tot. Warum? Wahrscheinlich, weil die genauso crazy war wie du. Ihr müsst euch mal beruhigen. Hier ist keine Druckplatte oder irgendwas, also können wir getrost an diese Truhe gehen, hoffe ich. Und wenn nicht, werden wir beim Versuch, an diese Truhe zu gehen, sterben. So, jetzt langsam. Jetzt mal wirklich die... Aha. Oh, mal eben die Fingerfähigkeit hier. Ein bisschen walten und schreiten lassen. Jawohl, da ist es doch. Ich wollte schon sagen. Pelzstiefel. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt haben will. Deswegen lass ich sie hier. Und lass dir deinen Ahnen da. Alles andere werde ich trotzdem nehmen. Irgendwie muss ich ja bezahlt werden, weil es hieß irgendwie nicht, dass wir jetzt Freunde... Oh, du hast ganz schön geblutet. Du hast ganz schön geblutet. Am Arm und an der Hüfte. Wie gesagt, halt dich besser zurück und lass mich das machen. Vertrau auf die Stärke Ralrocks und vertrau aufs Autospeichern. So, zack. Da liegt nochmal einer von den Idioten in der Kiste. Schleichangriffe dreimal, weil Dolch, aber irgendwie hat er ganz schön Power, dieser Typ. Da brauche ich was Härteres. Komm schon. Oh, au, oh. Au, das hat wehgetan. Das hat aber hoffentlich auch wehgetan. So, Ruhe ist... Ich weiß gar nicht, wer die ganzen Typen verflucht. Ich meine... Spinnnetze. Spinnen. Weißt du was? Das kannst du gerne selber regeln. Da mache ich nicht mit. Ach, da will er nicht. Weißt du, die fünf Gegner ranlocken, damit ich die alle erledigen kann, aber wenn da mal eine blöde Spinne kommt, dann... Oh, na. Oh, ich hab's gerade im Rücken. Du suchst nur Ausflüchte, dass ich das alles übernehme. Wir werden mal hier lang gehen. Irgendwas ist da. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich hinter diesen... Ich suche ein Skelett. Ah, okay, dann halt nicht. Ich dachte, es kommt ein bisschen mehr bei rum. Lebt der noch? Anscheinend nicht. Sieht aber sehr lebhaft aus. Oh. Besser ist, wenn man niemand... Ach, jetzt schleichst du auch, wenn ich schleiche. Das ist merkwürdig. Gerade trotzdem rennst du dann immer vor. Der hat eine Waffe. Der wird wohl... Oh, 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 oh. Nun. Ja, wir können dann. Wenn wir alle soweit sind, können wir dann mit dem Attentat beginnen. Alter, die sind viele zahlenmäßig überlegen. Wir sollten uns zurückziehen. Just in case. Just in case, du möchtest eventuell leben.
Ich weiß gar nicht, ob der unsterblich ist eventuell. Deswegen versuchen wir einfach mal weiter zu kämpfen. Wuss! Ah, wuss! Wuss! Ah, Alter! Das hätte mir fast mal einen Kopf gekostet. Oh, ich bin aufgelevelt. Yeah! Ich spüre, wie die Kraft durch meine Adern fließt. Wir müssen sofort mal da raus. Wir nehmen Ausdauer mit, weil wir müssen mehr tragen können. Und wir wollen eigentlich noch mal ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Wir haben noch die Möglichkeit, löst keine Druckplatten mehr aus. Schleichangriffe versuchen den sechsfachen Schaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben 10% erhöhte Crit-Chance und dieses komische Zoomen. Was dann die Zeit verlangsamt, okay. Und wir dürfen im Zweihänder endlich wieder weiter boxen. Und nämlich haben wir die Chance, mit zweihändigen Schwertern Angriffe mit zwei Händen haben eine Chance von 10% kritischen Treffer anzurichten. Das müsste ja dann der Zweihand-Schwertmeister sein. Dann gehen wir nochmal auf die kritischen Wunden, denn ich glaube... Ah, Zacka, wir werden definitiv... Okay, das hat er geregelt. Booms! Wir brauchen definitiv mehr Power und mehr Crit-Schaden. Und mehr Ausdauer und mehr alles. Ich bin noch nicht so stark. Ich merke es ja selber. Aber ich kann auf jeden Fall besser regeln als dieser Typ da. Ich kriege das schon... Oh, Mist, das wollte ich nicht mitnehmen. Das kriege ich schon gebacken. Ein bisschen Stärke... Ach, die blöden Nordpfeile, die können wir alle wegschmeißen. Die können wir alle wegschmeißen, genau wie diese komische Drecksaxt, die wir gerade aufgehoben haben. Glaube ich, dass wir die aufgehoben haben. Oder auch nicht. Ich sehe sie nicht, also habe ich sie nicht mitgenommen. Ach, diese Pfeile könnt ihr getrost behalten, das interessiert mich alles nicht. Knochenmehl nehme ich mit. Eule, Bär, Fuchs, Wolf. Oder was? Was ist das? Drache? Schlange? Ah, das ist wahrscheinlich... Sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Ja, okay. Alles klar. Oh, ein schwieriges Rätsel. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns besser. Was? Das ist die Grabkammer deiner Ahnen. Der Bär soll der Weg zeigen. Das ist eine riesige, unübersehbare Kette. Und du bist verwundert, was hier passiert. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn meine Familie solche... Ach, oh, nein, ach, ja, scheiße. Der wohnt hier. Wir müssen echt gucken. Ich weiß gar nicht, besser gesagt, ich erkenne gar... Wo will der hin? Ich erkenne gar nicht, wo der, Ach, der... Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkauft. Der stinkende Verräter wollte... Der wollte sich Freunde holen. Das gibt's ja nicht. Zum Glück gibt's keine Freunde für ihn. Oh. Ist offen oder nicht? Okay, ist offen. Oh, nice. Dafür, dass das Verräter sind... Habt ihr geilen Scheiß da drin, muss ich ja mal sagen. Also, wenn ihr die Verräter so belohnt, dann möchte ich vielleicht auch eurem Clan beitreten. Muss ich ja mal ernsthaft gestehen, das sieht nicht schlecht aus. Da ist nichts drin, gut oder schlecht oder was auch immer. Jetzt habe ich den Eiskitzler in der Fronthand. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht, ob ich mich an den Rand schleichen kann. Ich habe das Gefühl, dass es eher so ist, als ob du mir gleich wieder die Tour versaust. Die Toten sollten den Lebenden dienen. Achso, ja. Ich werde meine Ahnen nach Sovngarde zurückbringen und euch gleich mit. Sovngarde ist ein Mythos, tauge nichts. Und nun könnt ihr euch euren Vorfahren in ihrem Dienst für mich anschließen. Diese Person ist beschäftigt, schätzt du mal. Okay, also er holt sich ohne Ende Leichenfreunde. Das ist
interessant. Und ich werde mir seinen Kopf holen. Ist das ein Mage? Junge, du musst mir aus dem Weg gehen, ehrlich. Ja, ich versuche an dir vorbeizuschießen, aber du bist zu fett. Ein weniger. Wieder ein weniger. Ein weniger, ein weniger. Ein weniger ist mehr, sagt man auch. Ah, au, 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 au. Ja, was auch immer du sagst. Irgendwer schießt doch auch auf uns. Oder ist er das? Sieg oder Sogen gerade? Hör auf, dich jetzt eben mal jedes Mal rumzukrüppeln. Ich habe gerade Probleme. Ah! Verdammt! Ich habe schon wieder Eis in der Schulter. Okay, jetzt kann ich wenigstens meine Fähigkeit wieder ziehen. Wo ist denn dieser Typ? Da. Der kann sich teleportieren. Wo ist der hin? Ich habe total den Überblick verloren. Ja, diese... Okay, wir spielen es safe. Diese Idioten will ich mit dem Bogen vernichten. Ihr seid cleverer, als ich dachte. Wenn ihr auch mit dem Bogen schießt. Aber ihr seid nur untot und wiederbelebt. Ihr seid nicht wirklich da. Hast du davon. Und, irgendwo sind noch mehr von diesen Idioten. Das ist noch normaler Droik. Den sollte ich auch eventuell... Ich sollte ihn eventuell treffen. Ich hätte das mit dem Heranruben machen sollen. Guck mal, wie er sich immer versucht, Freunde zu holen, der Arsch. Der, ah. Okay, ich habe den Überblick verloren. Wo sind die hin? Nice. Von zwei Seiten. Kritischer Schlag. Yeah. Jetzt weiß ich, woran man es sieht. Man sieht es an der... An dem Geräusch hört man, ob ich kritisch treffe oder nicht. Das ist gut. Das ist... Asche. Wir nehmen mit, was die Asche uns zu bieten hat. Oh, das hätte ich auch... Entschuldigung! Nein! Es tut mir unendlich leid. Oh, Alter, ich will sterben. Oh Gott, oh Gott. Ich bin dem Tod so nah wie noch nie. Okay, der ist voll am... Der rage da gerade rum. Okay. Höherer Droik-Fürst. Na, das ist ja... Das ist Herz allerliebst. Wo habe ich denn meine Schreis? Da habe ich meine Schreis. Ich stelle mich dem Gegner. Komm mal, was da wolle! Komm schon. Wir beide in einem epischen Duell in diesem Raum. Wow. Episches Duell, komm schon. Episch. Oh, fuck. Ah. Oh. Man kann Drachenknochenwaffen herstellen. Episches Kämpfen. Ich werde dich diesmal beschützen, es tut mir voll leid, Alter. Aber echt, du musst mir aus dem Weg gehen. Das ist das A und O bei dieser Mission. Du musst deinen verdammten kleinen Kopf nehmen und dich in meinen Weg stieben. Dann ist alles in Ordnung und dann schaffen wir das. Also, wir können nicht mit dem reden, wir können den nicht angreifen. Ich werde es versuchen, ihn optional zu beschützen. Gegner können ihn wohl nicht töten. Komm schon. Hau mal ab gerade. Wir müssen kämpfen. Der ist ruhelos, aber der hat einen Bogen. Okay, wir werden den hier vernichten. Ah, hack, hack! Hack, hack! Sehr gut gehackt. Ist das ein normaler oder ist das ein ruheloser? Das ist auch ein ruheloser, okay. Hack, hack! Ja, richtig!
Weg mit dem! Ralrock und Freund! Werden das schon schaffen, wenn ich eventuell meine heilende Haut durchziehen kann. Au! Ja, dieses Teleportieren geht mir um Keks. Trage ich zu viel oder was ist hier los? Ich trage gut. Warum bin ich so lahm? Warum entschließe ich mich dazu, jeden Weg zu gehen, anstatt zu rennen? Okay, warum Rodan in meinen Rücken? Rodan nicht in meinen Rücken rein! Oh, Alter! Ich rote auch! Rote ein, kaputt! Okay. In irgendeiner Weise müssen wir mir doch helfen! Ah, jetzt muss ich doch blocken. In irgendeiner Weise muss man mir doch helfen können! Oder meint man hier blocken mit... Rota! Blocken mit Schild. Episches Duell jetzt aber! Höherer Drogfürst. Ey, der Typ muss mir helfen. Wieder ein weniger. Oh, ich musste wieder blocken. Es ist einfach, man hat nicht die Möglichkeit, nicht immer, weil sonst bin ich hier dran bis nächste Woche. An diesem Kampf. Ich hätte auch gerne Rodar, aber ich darf nicht. Irgendwie, aus irgendeinem unverständlichen Grund. Ich würde gerne Rodar machen. Okay. Oh nein, ich hab ihn tot gewusst. Es tut mir leid. Ich hätte dich gerne beschützt, aber irgendwie würde ich nicht. Höhere Draugfürst, ich will deinen Loot. Kälte Zweihänder nehme ich mit. Aber er war auch ein Weichei. Was will ich machen? Ja, wir haben Kälte eigentlich schon. Das ist nur relativ okay zum Verkaufen. Macht 24 Schaden. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man ehrlich drüber nachdenkt. Das ist voll die gute Waffe. Die können wir eigentlich nicht hier lassen. Ah, aber ich trenne mich so ungern von meinen Sachen. Wir haben 6 drüber. Boah. Wir haben noch einen Stall, durch den wir wegtun können. Auf jeden Fall wegschmeißen. Wir haben noch... Keine Ahnung. Ich meine, Pfeile wiegen nichts. Warum habe ich denn die einen Pfeile weggeschmissen? Und wir haben noch unseren... Ja, wir schmeißen den Streitkolben weg. Bringt alles nichts. Der belebt die immer eiskalt wieder. Ich werde mich jetzt um meinen Bogen kümmern. Oh, Treffer. Wieder Treffer. Wieder Treffer. Oh je, ich bin der Schützenkönig. Oh fuck. Vielleicht auch nicht. Sollen wir es nochmal starten? Nein, sollen wir nicht. Wir haben nur ein Leben. Och Gottchen. Nein, hier ist niemand. Nahkampf! Ja, das ist richtig gut hier. Eine tolle Stelle für... Verdammt! Nereva, leite mich! Okay. Warum hat der wieder volles Leben? Wir werden uns mal eben heilen. Ich bin gerade ein bisschen... 20 Sekunden, kleine Heilung. Ich bin gerade ein bisschen... Wiedersehen! Überrascht, warum du dich wieder heilen konntest. Aber du bist ein Totenbeschwörer. Okay, wir nehmen den Schlüssel mit. Wir nehmen den Schmetterlingsflügel mit. Deinen Dolch kannst du behalten. Stahlflügel auf jeden Fall. Magiker-Regeneration habe ich, glaube ich, schon. Eichenhaut. Nehme ich mit. Yay! Wer hat Leute gerecht, die es nicht... Achso, apropos. Vielleicht hat er noch eine Belohnung wenigstens dabei für mich gehabt. Entschuldigung, mein kleiner Freund. Auch wenn du eventuell Brief an... Okay, das nehme ich mit. Notiz von Agna. Und
Ein Schlüssel zu einer bestimmten Truhe. Nun, diese Truhe werde ich mir definitiv angucken. Und auch die Notizen und Bücher werde ich mir mal gleich eben angucken. Wenn wir jetzt eben Zeit haben. Was ist denn Interessantes? Nun, gerade ich bin beeindruckt. Ich weiß, welche Schwierigkeiten ihr Nord mit dem Lesen habt. Was? Ach so, okay, das ist... Den will ich nur verarschen und die Notiz hier sagt einfach nur... Er hat sich in der Kammer verbarrikadiert und ich habe dir das geschrieben, bevor ich sterbe. So ungefähr kann man das mal eben übersetzen. Ah, wir haben hier alle... Ein Lederhelm und ein Zauberbuch für Heldenmut, was wir schon haben. Das war die ominöse... der ominöse Loot, der uns erwartet hätte. Ganz ehrlich... Erstens kann ich jetzt behaupten, dass ich meine Legende ganz alleine gemacht habe. Und zweitens... Bei dem Loot... Au, ah, das Mammuthorn hat mich gepiekst. Au, mein Hintern. Bei dem Loot, da hätte ich den sowieso platt gemacht. Was ist das denn? Ein Pelzhelm. Ein fucking Pelzhelm. Das ist alles. Niemals wieder werde ich solche Sachen machen. Ende. Und deswegen werden wir jetzt auch diese Folge beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wenn ja, dann lasst doch einfach einen Daumen da für die Abenteuer von Ralrock. Erzählt mir vielleicht von Quests oder Orten, die ich gerne besuchen soll. Und schaltet einfach das nächste Mal wieder rein.